Hallo ihr Säpplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dinas Stallgeflüster. Ja, ich bin heute alleine unterwegs zu einer Zeit, wo ich noch nie aufgenommen habe. Ihr seht, es ist sehr nebelig. Ich gucke gerade mal auf mein Handy. 5.03 Uhr haben wir jetzt gerade. Ich müsste eigentlich schon lange, lange, lange schlafen. Ich habe mich aber eben noch mit Programmen rumgeärgert wegen dem Schneiden. Und ich muss in 6 Stunden spätestens wieder raus. Muss jetzt das hier noch aufnehmen und dann noch 3 Videos schneiden. Juhu. Gut, ist jetzt halt so. Und wieso, weshalb, warum? Ich habe euch noch was anderes anzukündigen. Und zwar wird es heute nicht das große Isländer Level 2.0 mit mir geben. Das werde ich dann auch nächste Woche verschieben. Fabi levelt heute Abend mit euch. Auch mit dem Isländer. Wie gesagt, so dass das offizielle 2.0er Isländer Level kommt dann dafür nächstes Wochenende mit mir wieder. Ihr habt quasi ein 2.0 mit Fabi und 2.1 mit mir. Okay, wieso, weshalb, warum? Wir haben heute ein Familientreffen. Guckt, schaut, die Sonne geht gerade auf. Und der Nebel liegt über Jorvik. Wieso, weshalb, warum? Wir haben heute ein Familientreffen. Also meine Familie und ich, Fabi, bleibt zu Hause mit den Hundis. Und ich bin am Nachmittags, bin ich weg. Bis irgendwann abends. Das habe ich jetzt diese Woche, hat sich das alles dann so ausgestellt. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme als heutiges Thema mal Familienfeiern, aber ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, wenn ich es jetzt nicht ganz so arg lang packe, weil ich werde wahrscheinlich sowieso erst um 6 Uhr ins Bett kommen und dann, wie gesagt, noch so bis eigentlich 10 maximal schlafen dürfen, was ich wahrscheinlich wenn ich schaffe, dann aus dem Bett zu kommen. Und was haltet ihr denn so von Familienfeiern? Ich bin eigentlich wirklich so ein Familienmensch. Ich freue mich auf Familienfeste. Wenn man jetzt unter sich ist, es gibt natürlich auch Verwandte im weiteren Bereich, mit denen ich jetzt nicht so viel zu tun habe, mit denen ich jetzt auch nicht so viel anfangen kann. Ich glaube, die hat jeder. Aber im Großen und Ganzen so Geburtstage, Weihnachten, Ostern. Das finde ich immer schön, wenn man das im Kreise seiner Liebsten feiern kann, im Kreis seiner Familie. Und ich mag Familienfeste eigentlich sehr gerne. Es ist so teilweise immer so ein bisschen... Kennt ihr das? Als Kind oder generell im jüngeren Alter ist es ja noch schwieriger, überhaupt da mitreden zu können. Man langweilt sich und eigentlich will man was anderes machen. Es ist schön, aber es ist langweilig. Das ändert sich alles dann irgendwann im Alter. Mittlerweile bin ich dann auch so weit, dass ich dann ohne meinen Baumstamm. Dass ich da zum Beispiel auch bei politischen Themen eben mitdiskutiere. Da ist das alles nochmal ein bisschen interessanter. Aber gerade früher weiß ich noch, da war Weihnachten mal immer toll, weil dann hat man Geschenke bekommen, dann hatte man irgendwas, was man machen konnte. Man konnte irgendwas spielen und musste nicht die ganze Zeit da sitzen. Aber es gab natürlich auch dann so die Familienfeiern, wenn es jetzt zum Beispiel der Geburtstag von einem Großelternteil war, dann das klingt jetzt böse, aber dann kommt ja die Geschichte, ja, früher, da haben wir noch. Und dann, wie gesagt, das ist ja nicht böse gemeint, aber es ist dann halt so. Hoppala. Oh, ich muss jetzt auch ein bisschen leiser springen. Fabi pennt schon lange drüben. Und das nicht, dass ich den wecke hier. Und ja, es gibt solche und solche Familienfeste. Und mich würde echt mal interessieren, was sind denn da so eure Favoriten? Worauf könnt ihr komplett verzichten? Da sagt ihr, Gott. Familienfeiern, das sind eigentlich grundsätzlich immer Katastrophen bei uns. Das kann natürlich auch sein, dass immer irgendwie irgendwas schief geht, weil entweder die anderen keine Lust drauf haben oder man alles perfekt haben will und dann geht gerade alles in die Hose. Das kann ja alles sein. Und mich würden da mal so ein bisschen eure Storys interessieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, Tagesbester, ich bin doch die Einzige, die bislang geritten ist heute. Wer reitet denn um die Uhrzeit auch schon? Okay, warum bin ich eigentlich vom Stall weggeritten? Da wollte ich doch auch das Rennen machen. Na gut, reiten wir mal wieder zurück. Dann reiten wir halt heute hin und her. Immer mehr. Ja, das ist der Lauf der Welt. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ich reite jetzt falsch. Ich muss hier rum... Eigentlich ist es wurscht. Ich hätte auch hinten hochgekonnt. Ich muss ja sowieso... Ich bin sowieso am Schneien. Ach doch, gut. Phew, klappt. Ich will mich jetzt nicht abholen lassen, weil
Wenn wir jetzt noch bis dahin reiten, ich reite noch das Rennen, dann ist die Folge heute zwar, wie gesagt, ein bisschen kürzer, aber... Das sieht nicht lecker aus. War der schon immer da? Die grüne Grütze und diese Container? Oder ist es neu? Wie komme ich denn da jetzt rüber? Ui, das war knapp. Aber es hat funktioniert. Bin ich... Ah, oh Gott. Ich reite mir ja jetzt was zusammen. Ja, ihr merkt, es ist spät. Oh Gott. Ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, wo ich hinreite. Vielleicht sollte ich mich doch abholen lassen. Oh Mann. Und ich muss auch wirklich sagen, es ist jetzt gerade vorbei. Ich glaube, ich lasse mich doch abholen. Wie gesagt, es ist ja nur eine kürzere Folge. Und wenn es halt heute nur knapp 10 Minuten lang wird, dann ist es halt mal so. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich glaube auch, dass ihr das versteht. Es ist eine Ausnahmesituation. Wenn ich jetzt wirklich mir überlegen müsste, was mein liebstes Familienfest ist, dann würde ich, glaube ich, wirklich sagen, es war jetzt nur auch gerade Weihnachten. Mittlerweile ist es ziemlich stressig geworden. Es hat einiges von dem Glanz verloren, den es als Kind hatte. Aber es ist immer noch so dieses gewisse Feeling, sag ich jetzt mal, ist immer noch da. Es ist einfach so diese ganz spezielle Wärme, die da immer ausgeht von. Und man irgendwie das Gefühl hat, ja, wir kriegen uns das Jahr zwar immer mal wieder in die Wolle, aber im Endeffekt habe ich euch doch alle lieb. Und das ist einfach irgendwie das Schöne, dass man doch merkt, hey, meine Familie ist, wow. Nein, das ist die Familie nicht. Aber dass man trotzdem dann merkt, meine Familie ist, super. Meine Familie ist immer für mich da und ich kann mich auf sie verlassen. Gut, bei manchen ist es vielleicht nicht so, das will ich einräumen, klar. Für diejenigen ist dann vielleicht auch Weihnachten gerade keine schöne Zeit, das gibt's ja auch. Aber bei mir ist es einfach so, dass man dann... Ich habe mich recht häufig mit meiner Mama gestritten, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Aber das waren dann trotzdem so die Momente, wo ich mir gedacht habe, warum streitet man sich überhaupt? Wir haben uns doch eigentlich lieb und wie kommt es? Und das ist für mich so ein bisschen die Zeit, wo ich das auch hinterfrage, was das Jahr über so läuft und wo ich mir Gedanken mache, wie soll das Jahr weiterlaufen? Und ich weiß nicht, da kommt für mich einfach irgendwie so der familiäre Gedanke nochmal mehr hoch. Und das heute ist jetzt quasi so das Jahresanfangsfamilientreffen. Mein Bruder und seine Frau dazu eingeladen und ein bisschen Essen. Dann gibt's nachmittags gibt's dann Kuchen und dann gibt's abends Kartoffelsuppe, weil mein Bruder die gut kann. Und ja, mein Bruder kocht da auch gerne. Bei den beiden. Die kochen alle beide. Und meine Nase juckt. Nee, und das ist dann, ja, markiert so ein bisschen den Jahresanfang. Es geht schon wieder von vorne los. Es ist jetzt natürlich gerade ungünstig, dass es morgen ist. Aber das ist dann halt auch so ein Punkt. Da ist dann wirklich meine Familie eigen. Wenn ich da jetzt sagen würde, ja, ich muss aber dann weg, dann ist Stream. Da würden die mir einen pfeifen. Aber mein Gott, das ist ja jetzt auch nur ein Sonntag. Ich bin da auch ultra dankbar, dass Fabi das dann macht. Und sagt, ich übernehme das. Weil alleine zu streamen ist ganz schön stressig. Ich muss auch noch schauen, dass ich dann noch jemanden organisiere, der vielleicht ein bisschen in den Chat schaut. Ob es der Day ist, ob es der Michelle ist, ob es der Willi ist, die Rockkartoffel oder... Mal schauen, wer da ist. Die Jenny war jetzt auch häufig mit dabei bei den Streams, die Jenny C-Rock, und hat mir da ein bisschen unter die Arme gegriffen, wenn ich sonntags gestreamt habe. Vielleicht ist sie ja morgen auch da. Oh ja, stimmt, die Autos. Das ist so eine lange Rennstrecke hier. Muss ich mal gucken. Also lasst euch überraschen, wer da ist. Und sollte Fabi alleine sein, lasst Gnade walten und seid nachsichtig, wenn er dann nicht auf alle achten kann. Weil das sind so unglaublich viele, die sonntags immer dabei sind. Das ist Wahnsinn. Da muss ich euch jetzt auch mal ein dickes Kompliment machen hier. So. Und eine Höchstleistung. Cool. So, gut. Oh, Daydream ist fast Level 11. Ja, auch gut. Den müssen wir auch mal wieder zusammen weiter leveln. So, damit würde ich mich dann aber auch für heute verabschieden. Wie gesagt, heute etwas kürzer. Ich hoffe, ihr versteht es. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.